Ja, ich grüße euch alle. Ich grüße alle, auch die letzte Wochen auch immer dabei waren. Hallo Anne, danke Anne. Hallo Shana, ich grüße dich auch. Ja, ich möchte heute was Schönes machen. Susi macht Fatzen. Ja, ich freue mich und es ist mir eine Ehre, heute mit euch zu sein. Ich hoffe, dass man hören kann und dass alles okay ist. Heute bin ich allein. Und habe ich ein tolles Gefühl heute und möchte so eine praktische Anwendung, was Informationsmedizin ist. Was wir zusammen entwickeln. Und möchte ich jetzt erstmal im Voraus etwas sagen. Also ich zeige euch zuerst was wir vorbereitet haben in Bezug auf Informationsmedizin, so dass ihr wisst einfach auch, worum es geht. So, hier bei Messen TV, das könnt ihr einfach auch hier sehen. Also es gibt immer GitArt, TV, Experten, Messen. Wenn ihr auf Messen klickt, ist hier eine Spalte Informationsmedizin. Und hier haben wir, wie verschiedene Menschen das entwickeln. Wir versuchen eine Definition zusammenzumachen. Alle, die eine Definition haben von Informationsmedizin, bitte es einfach es zu schicken, damit wir uns untereinander einfach auch helfen können. Dann der Verband für Informationsmedizin wurde gegründet. Dann die Profi fangen wir an, alles, was sich da auch bewegt. Alle Ausbildungen, alle Seminare möchte ich auch hier mit reinnehmen. Und es gibt schon eine Zeitung für Informationsmedizin, wo alle Beiträge einfach auch hier reinkommen. Und da braucht man einfach nur irgendwo drauf zu klicken. Man kann lesen, was da geschrieben wurde. Zurück, nächster Artikel. Und zurück. Ja, und dann bei uns zwei Experten gibt es einfach auch, so wir machen eine Intensivaus eine Ausbildung in Informationsmedizin und den Rest erzähle ich es euch. Ne? So, bevor ich in das Thema des Amts gehe, meine Absicht ist, sind all diese Bereiche, ob es jetzt Umfeld, Feng Shui, Kinesiologie, Homöopathie, Massage, alle arbeiten im Bereich Informationsmedizin. Und ich möchte, dass Informationsmedizin von uns alle entwickelt wird. Und dafür biete ich einfach auch dieses Wochenende. Und diese Zeitung und die Präsenz und die Koordination, damit wir Informationsmedizin zusammen entwickeln können, weil jeder hat
einen spezifischen Bereich entwickelt, wie gesagt, ob Homöopathie oder Kinesiologie oder Feng Shui. Und diese spezifischen Bereiche, jetzt die Katze spielt hier, diese spezifischen Bereiche sind nicht miteinander verbunden. Und wenn wir das einfach auch verbinden und uns entwickeln, dann wird Informationsmedizin ein Verband, ein Dach für uns alle, die in diesem Bereich arbeiten. So, ich möchte heute eine praktische Anwendung machen in Informationsmedizin. Jetzt lenkt mich ab. Weil hier wird gespielt vor mir. Und okay. Aber es ist mir bewusst, ich kann jetzt einen Teil dieser Informationsmedizin dazu beitragen und deswegen die Einladung, in die nächsten Jahre zusammen in die Forschung zu gehen. Und in die Ergänzung von all diese möglichen informationsmedizinischen Anwendungen zusammenzubringen, damit wir gezielt, erfolgreich und ergänzend einfach auch zusammenwirken können. Eben. Und ich habe einen Teil entwickelt und viele haben ihre Teile entwickelt. Und möchte euch einfach vorstellen, was ich einfach auch, wie ich das zum Beispiel das machen würde. Für die Anfrage von Anne. Und es ist mir bewusst, dass ich Teilinformationen geben kann, die sich aber in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit allen anderen Informationsmedizinern sich so entwickeln kann, dass wir erfolgreich sein können. Das ist das neue Zeitalter. Und egal was es ist meine Erfahrung in den letzten 20 Jahren, es gibt ein Recht auf Information. Man sagt immer zu Gott, warum? Gott, warum ist das mir passiert? Was habe ich dazu lernen? Was kann ich tun? Und diese Information, Gott spricht und spricht nicht mit uns, je nachdem, was es ist. Aber da wir auch ein Teil Gottes sind, können wir auch diese Informationen geben. Ich glaube, ich mache die Susi raus, weil sie lenkt mich ab. Susi ist unsere Katze. Okay, was ich entwickelt habe, ist, egal was im Körper einfach auch geschieht, alles wird von uns gesteuert durch die Drüsen in unsere Seele. Und für mich war immer wichtig, in der Gesundheitsberatungsforschung auf die Ursachen zu gehen und zu schauen, egal was für ein Thema da ist. Ob es jetzt seelisch oder körperlich, immer zu schauen, wann war der Beginn, was ist geschehen und welche Entscheidung du getroffen hast. Die Entscheidung, die du getroffen hast, Entschuldigung, ich muss hier. Die Entscheidungen, die du getroffen hast in diesem Moment, sind dir nicht bewusst. Und deswegen, der Körper erinnert dich, du hast diese Entscheidung getroffen und du hättest einfach auch diese Entscheidung treffen können. So,
Wir haben 10 Jahre mit vielen Freunden einfach zusammengeforscht und wir haben kleine Forschung, kleine Erkenntnisse und deswegen in dieser Informationsmedizin würde ich sie mit allen anderen Forschungen zusammenbringen und große Institute, Verband und alles Mögliche mit Zeit und einfach auch lebendig machen, damit wir in diese neue Zeitalter zusammengehen können. Okay. Jetzt gibt es eine konkrete Frage. Ich danke Anne von ganzem Herzen, dass ich heute die Gelegenheit habe, in das System von John einfach auch zu schauen. Und das, was geschehen ist, er ist im Krankenhaus und hat zum zweiten Mal Lungen-OP. Ein Poreaguss beidseitig im COPD, chronische Lungenerkrankung. Okay. Danke, Nijal. Ich lade alle ein, mit dabei zu sein. Und hier heute Abend einfach mitzuwirken. In erster Linie möchte ich die Dankbarkeit an unser Körper aussprechen, an den Körper aussprechen, der diese Symptome für das Wohlergehen der Seele, für den Gleichgewicht der Seele produziert hat. Alles, was wir körperlich zum Beispiel hervorrufen, möchte ich einfach in erster Linie empfehlen, auch wenn es hart ist, sich zu bedanken für die Informationen, die dorthin enthalten sind. Und ich werde jetzt einfach auch reingehen und fühlen, was ich einfach auch wahrnehme. Und für mich ist das mein Dienst der Spiegelung. Informationsmedizin ist eine intuitive Wissenschaft, weil das, was ich jetzt sagen werde, ist intuitiv gesagt. Und Intuition ist die Wissenschaft der Wahrnehmung, ist das Land, wo die Wissenschaft herkommt. Auch wenn es wie Fantasie aussehen kann, für mich ist Fantasie auch Wissenschaft. Wenn wir die Filme sehen, aus der Fantasie entstehen neue Autos, entstehen neue Modelle, entstehen neue Möglichkeiten, das wissen wir alle, das brauche ich ja nicht zu sagen. Aber ich möchte das im Voraus sagen, um mich zu schützen und zu sagen, wenn ich jetzt in die Wahrnehmung gehe, dann ist das Wissenschaft, weil ich schaue in den Felder zwischen den Zeilen, zwischen den Zellen und nehme wahr Ursachen. Und ich tue das gerne abends, weil mit euch, zusammen mit euch, ist meine Wahrnehmung eine, nicht meine nur, sondern von uns alle in das Feld, was ihr auch zur Verfügung stellt. Und das macht mich sehr glücklich. Und ich bedanke mich auch, dass ich dazu fühlen kann und dazu beitragen kann. Also, ich nehme jetzt wahr, was die Ursache ist und möchte dann Informationen geben über die Entscheidungen, die getroffen wurden und die Entscheidungen, die man hätte treffen können, so dass, dass ich dem Körper und der Seele Informationen geben kann. Jederzeit ist es möglich, war möglich, ist möglich, wird möglich sein, diese Entscheidungen zu verändern. Das Bild, was ich sehe und was ich gesehen habe, als Ursache, als Anfangsursache,
Ich sehe ein Spannungsfeld zwischen zwei Frauen. Also in das System von John, was ich zwischen den Zellen einfach lesen kann, das sind zwei Frauen. Die haben ein Spannungsfeld kreiert. Ich frage, ob ich weiterschauen kann. Die Seele von John. Jetzt habe ich das Erlaubnis, weiterzuschauen. Also, stell dir vor, du bist in einem Spannungsfeld zwischen zwei Frauen. John ist in einem Spannungsfeld zwischen zwei Frauen. Darf ich weiterschauen, was da entschieden wurde? Wenn ich frage, ist ein Zeichen von Respekt. So, ich bekomme noch eine Information. Eine dieser zwei Frauen symbolisiert unten und die andere Frau symbolisiert oben. Ich bekomme immer kleine Impulse und kleine Symbole, so wie die Kinder. Und wenn ich die vertraue, dann bekomme ich weitere Informationen. So ein Spannungsfeld für John zwischen Symbolfrau, die unten repräsentiert, und Symbolfrauen, die oben repräsentiert. So, die Entscheidung, die hätte getroffen werden können, ist sich auszubreiten und auszudehnen, das Oben und Unten anzunehmen und über das Oben und über das Unten sich auszudehnen. So wie eine der zwei Teile des Kreuzes, dass man das Vertikale auf der Informationsebene, auf der Verhaltensebene, auf der Zellebene, auf der philosophischen Ebene, auf der emotionalen Ebene eine horizontale Ausrichtung des eigenen Seins. Das heißt, in ständiger Verbindung mit oben und unten. Diese aus Demut, aus falscher, sagen wir so, Demut, das kann ich nicht machen, wurde diese horizontale Ausdehnung nicht angenommen. Aber ich kann doch nicht über Frau A und unter Frau B, also in die Tiefe und in die Höhe, diese zwei Frauen meines Systems gehen. Und aus Demut und andere Gründe und dieses nicht annehmen und hinüberwachsen und hat es die Situation kreiert, dass das Spannungsfeld zwischen zwei Frauen hat sich mit oben und unten und es hat immer mehr in Druck, immer mehr in Druck, immer mehr in Druck einfach auch kreiert. Und in diesem Druck haben die Lungen symbolisch auf einer Ebene und das ganze, den ganzen Körper auf der
in seine Struktur, in seine Knochenstruktur, darunter gelitten. Das heißt, wie wenn in eine, so mit diesen Foltersachen, es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr gedrückt, Druck, Druck, Druck zwischen diesen zwei Frauen. So, die zwei Frauen ist nicht, dass sie Druck ausgeübt haben, weil sie waren in deren Natur und es ist richtig so, wie es ist. Und Aufgabe von John ist, mit einem großen Schütteln und Rütteln sein Kraniosakralsystem, die Flüssigkeit in seine Wirbelsäule zu aktivieren, wo ich jetzt damit einlade, Licht, seine Wirbelsäule, die Flüssigkeit füllt sich mit Licht. Ich sage, ich heile jetzt nicht, ich tue nur, was John mir diktiert, was er mir erlaubt. Er macht alles, er ist hier, er ist präsent. Seine Mark, seine Knochenmarkflüssigkeit füllt sich mit Licht, füllt sich mit Farben, füllt sich mit Liebe und überschreitet die Grenzen der Erde und des Himmels. Alle aktiven Zentren im Körper, alle Kör Zentren im Körper werden wieder aktiv, im alten Sinne der Chakren, und fangen an zu rotieren. Und diese Silhouette, die sich bildet, ist der Beginn der Bildung der Wirbelsäule auf energetischer Ebene. Ich bitte alle Wesen, dies mit zu unterstützen, was sie sowieso schon tun. Aber durch meine Bitte fühlen sich andere Meisterenergien eingeladen, hier mitzuwirken. Dankeschön für alle, die dazu gekommen sind. In der Wirbelsäule, in diesem Lichtkanal, geschehen jetzt kleine Explosionen und diese kleinen Explosionen, so wie wenn es ziehen würde auf verschiedene Ebenen, sind einfach Umpolung der genetischen Programmierung und der Zellprogrammierung, was den Körper jetzt neue Informationen gibt und geben kann, wenn es John jetzt dies mit unterstützt. Das habe ich nicht in der Hand. Ich lade ein, diese Explosionen, die im Wirbelsäulenbereich geschehen, zuzulassen, damit das Prozess der Ausdehnung, der horizontale Ausdehnung sich weiter sich weiterentwickelt. Ich lade ein, alle Körperteile, die dazu betroffen sind, die jetzt leiden, in den Reinigungsprozess zu gehen, auf sanfte Art und Weise. Mit Licht
Impulse, sanftes Licht, der auf alle Ebenen anfängt, jetzt zu wirken, zu reinigen, umzukehren, der Zerstörungsprozess, um wieder aufzubauen und zu rematerialisieren. Ganz kleine Schritte. Und sehr sanft. Dieser Prozess hat schon angefangen. Ich danke John für die Ehre, die ich jetzt bekomme. Alles, was im Gehirn, in der Koordination, das Kranksein verändert sich jetzt und das Gehirn verarbeitet und reorganisiert sich und verändert die Befehl aus der Sicht der Befehlszentrale. Alles, was sich jetzt im Moment transformiert. Die Drüsen werden wieder aktiviert. Alle Drüsen schütteln sich, werden wach, fühlen sich gut, lächeln, sagen einen Witz, gähnen, waschen sich kurz und aktivieren sich und durch die Drüsen bekommen alle Informationssysteme des Körpers die Umkehrung des Zerstörungsprozesses in Formierung vom Bewusstsein, dass die Höhe und die Tiefe von John unendlich ist und er sich anfangen kann, neu zu bilden und neu auszurichten, so wie es für ihn optimal ist. Dankeschön. In die nächsten Monaten möchte ich durch die Zusammenarbeit mit anderen, dass sich solche, wo wir uns helfen, wo ich auch geholfen werden kann, wo du geholfen wirst, dies zu erkennen, ergänzt wird mit anderen Schönen und Weisen, die aus der Sicht der verschiedenen Systeme auch jetzt mitwirken können. So, die Informationen, die ich jetzt von John bekommen habe und die ich seine Sein gespiegelt habe in der Reinheit, in der Wissenschaft, weil ich es aus den Zwischenfeldern geholt habe, erlauben es, Entscheidung neu zu revidieren. Was er bereits getan hat, sonst hätte ich diese Visualisierungen nicht gehabt. Ich lade euch ein, zu schreiben, zu sagen, ihr könnt eventuell einfach auch anrufen. Was ihr wahrgenommen habt und wie ihr mitgewirkt habt. Denn drei von euch haben mitgewirkt und ich lade euch ein, zu sagen, wie ihr mitgewirkt habt. Anne, ich bedanke mich im Namen von John, von ganzem Herzen
Ich bin auch berührt, Anne. Ich zeige es nicht so. Ich bin sehr berührt. Ich bin ja ein Mann. Meine Liebe zu dir ist unendlich. Ich bin so glücklich. Grazie schön. Ja, genau das wollte ich sagen. So, die drei, die mitgewirkt haben, die besonders mitgewirkt haben, bitte ich es zu sagen, im Chat zu schreiben oder anzurufen oder es später per E-Mail zu schreiben. Das ist wichtig, es auszusprechen, damit das Prozess rund wird. Für dich und für John. Auch wenn es nur ein Symbol ist und wenn du nicht weißt, wie man im Chat schreibt, dann du brauchst nur den Nickname zu schreiben. Und dann tippen. Wenn du glaubst, dass es nicht gut ist, dann, dass du im Chat schreibst, ist deine Entscheidung, ist okay, dann schreib es mir über anderes Medium, SMS oder später Anruf oder, aber es ist ganz wichtig für dich und für John, dass du es aussprichst, weil dann ist das rund. Hast du was bekommen? Es wirkt immer noch. Aber so ein Symbol oder ein Bild. Blumenbild. Dieser Druck wurde vorher behandelt in der OP. Ah, der Druck, Das Ödem. das Ödem wurde behandelt. Dankeschön. Also du hast den Druck gespürt und dadurch, dass du es gespürt hast und jetzt ausgesprochen hast, findet noch eine weitere Erleichterung. Ich habe 3 Minuten vor der Sendung vollkommene Heilung in mir verspürt. Das ist mein Ding, sofort die Endsituation verspüren. Aha, Dankeschön, Michael. Also die innere Härte, sich dagegen zu wehren, hat den Druck aufgebaut, diese innere Härte. Also das heißt, es ist jetzt nicht mit anderen Situationen verbunden, wie man oft einfach auch denkt, das hat damit zu tun oder damit zu tun, das wäre so, so oder so auf jeden Fall geschehen. Weil die Geschichte ist einfach auch ein bisschen länger. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt verbunden sind und damit wirken, das wäre auch in anderen Systemen und Situationen geschehen. Und es ist jetzt das Glück, dass wir zusammen sind und es möglich macht, dass wir alles miteinander wirken können. So, noch jemand? Ich denke, ich sehe, die dritte Person ist computermäßig nicht sehr bewandt und hat Probleme, in den Chat zu schreiben. Gut.
dann teile es mir auf der Seelenebene mit und ich werde es dann hier sagen. Teile es mir jetzt mit. Okay, Dankeschön. Du hast, natürlich kann es sein, dass ich jetzt was anderes sage, aber es ist das Gleiche. Du hast die Meisterenergie in der Lunge wahrgenommen und gesehen, und das war dein Beitrag. Und ich sage dir, das ist ganz wichtig, die Ausdehnung des Buddha. Buddha als Energie ist in diesem Organ und du hast es wahrgenommen und wieder aktiviert. Ich danke dir. Du Computer nicht Spezialisten. Währenddessen habe ich bei dir mitgehört. Und die genaueren Szenen der Dinge lerne ich auch hier noch. Ich bleibe sehr gerne vorsichtig hierbei und habe nur mitgehört. Wunderbar. Man kann sich nicht zurückhalten. Shana, während ich euch gerade reden höre, sehe ich immer wieder eine Straße, die erst schmal verläuft und sich nun aber weit verbreitet. Aha. Das auszusprechen, Sana, macht das Ganze jetzt rund. Es ist wie eine magische Formel. Es ist wie der Käse, der dann fehlt und schmeckt die Pasta nicht. So. Oder die Soße, ne? Und Magie bedeutet, dass alle, so wie Magie beim Kochen, fehlt was. Schmeckt das ganze Essen nicht. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist öffnet und stärkt das, was wir gemacht haben, und das Tausendfache. Garantiert. Ich übertreibe nie als Italiener. Ich glaube dir nicht, du hast 1000 gesagt. Ja, aber ich wollte viel sagen. Das ist hohe Mathematik. Für die Deutschen schwierig. Kann ich auch 100 sagen oder 10. Zehnfach. Aber 1000-fach heißt viel. Shana, das freut mich sehr für dich, Anna und John. Und für dich, Shana. Das, was du jetzt gesagt hast, so wie ich das jetzt wahrnehme, das hast du gegeben und das hat, ist um deine Aura rumgegangen und hat dein Aurafeld in der Peripherie oder dein Wahrnehmungsfeld ist etwas geschehen, etwas gereinigt oder irgend so was ähnliches. Ja. Ja, ich bin zufrieden. Meine Sendung wird immer kürzer. Ich denke, die Verena wird, ne, heute ist Sonntag, ne, Samstag. Verena Bühler aus Prinzentum Liechtenstein, die Prinzessinnentum Liechtenstein wird gleich, wird bald auf Sendung gehen.
Anne, mein Tante, dank euch alle hier so wundervoll mitfühlen. Ja, Anne, es ist so ein Geschenk, dein Vertrauen, was du uns gegeben hast. Und das wird Auswirkungen auch auf dich haben, weil da, wo John sich gedrückt gefühlt hat, brauchst du nicht mehr. Und das heißt, ihr werdet dann alle drei in irgendeine Form, in die horizontale Form gehen. Also den Druck, den ihr zwei Frauen im Johns System ausgeübt habt, ist es nicht mehr notwendig und ihr werdet auch entlastet sein und euch einfach auch ja, horizontal, was wichtig ist, weil das war durch den Druck war alles vertikal geworden, horizontal neue Ebenen erfahren. Und du weißt, wer die zweite Frau ist, sicher, das hast du gleich gespürt. Und natürlich alles in seiner Zeit. Mir ist bewusst, dass das ein Teil der Arbeit ist. Mir ist bewusst, dass ich alle einlade, in die nächsten Monate sich mit uns zu verbinden. Und da wir in dieser Informationsmedizin, Ausbildung, Forschung, möchte ich jedes Wochenende mit 1, 2, 3 andere Dozenten zusammen sein. Dozenten in Ausbildung ist kein gutes Wort. Das heißt, wir werden wachsen und wachsen und möchte ich einfach auch jetzt zur Verfügung stehen, möchte ich eingeladen werden für Vorträge. Wir sind noch nicht im Netz, 2 weitere Wochenenden geplant, 1 im Harz, im Herzzentrum, 1 in München, 1 wird noch in Italien sein und so weiter. Und eben jeder, der dazu beitragen kann, kommt einfach auch dazu, schreibt E-Mail, ihr wolltet hier und hier mit unterrichten oder ihr wollt mich als Koordinator einladen in euer Umfeld, im Bereich, egal welches, was ihr entwickelt habt und ich helfe zu transformieren. Darf ich ein Beispiel sagen? Zum Beispiel, wir haben vorhin mit Petra über Feng Shui gesprochen. Natürlich ist Feng Shui aus dem Osten, aber ich wurde all diese Wissenschaften und der Informationsmedizin, denn Informationen lesen, die Kunst, Informationen zu lesen, will entwickelt werden und die sind natürlich nicht nur im Menschen geschrieben, sondern in das Territorium, im Blut, auf zellulärer Ebene, auf genetischer Ebene, auf Flüssigkeitsebene. Wir hatten eine Sendung über Wasser, gestern eins über Liebe, Liebesenergie mit Ina Schmidt, dass Information heilt. Und Information ist Wissenschaft, wenn es intuitiv ist. Nicht, wenn wir sagen, was die anderen gesagt haben. Das ist eine mechanische oder das sind Spezialisierungen, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben, sondern ist die mechanische Wissenschaft oder das, was die anderen entwickelt haben, dann entwickelt man eine Spezialisierung. Aber Wissenschaft ist das, wenn aus den Zwischenbereichen etwas kommt. Alle Entdeckungen. Wissenschaft ist Mystik und sonst gar nichts. Deswegen, Wissenschaft und Religion, passen die zusammen?
So wie heute die Wissenschaft sind und die Religionen sind, sicher nicht. Aber in dem Ursprung, Wissenschaft und Religion, sind das Gleiche. Aber weil die Menschen ihre Verantwortung abgeben, mach du mal an sich die Religion als Machtfaktor und die Wissenschaft als Geldfaktor entwickelt. Aber wenn wir auf uns hören, jeder hört mehr auf sich und entwickelt die Intuition, die Wahrnehmung, dann egal, was die anderen sagen, egal, was in den Büchern steht, egal, in welche Kultur ich aufgewachsen bin. Mohammed, ja, aber ich fühle und ich interpretiere. In diesem Kulturkreis war wichtig so, in dieser war wichtig so, in jener war wichtig so. Also die Unterschiede in den Religionen sind alle berechtigt. Aber du bist religiös nur, wenn du intuitiv bist. Wenn du auf dich hören kannst. Tag und Nacht. Ansonsten bist du manipulierbar. Man kann mit dir machen, was man möchte. Lassen wir das mit den Büchern lesen, zu viel Bücher lesen. Lesen wir täglich aus dem inneren Buch. Entweder wir zusammen, setz dich hin und lese aus dein inneres Buch. Das ist das, was die Welt verändert. Wenn wir zusammenkommen, sprechen wir, was wir wahrnehmen, nicht was wir denken. Wenn wir essen gehen, spüren wir das Essen, nehmen wir aber die Menschen, die da sind, nicht immer mentalen auseinandersetzen und erzählen, ab und zu ja, aber öfter, immer öfter in die Wahrnehmung des anderen, des Gegenüber und das, was drumherum ist, die Wahrnehmung des Essen, das ist, was unsere Intelligenz ausmacht. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weitergeht. Wir sind und bleiben in Verbindung, lieber Jeet. Du bist für mich ein ganz großer Weiser. Weiser was? Kluger. Oh, Mensch. Danke, dass es dich gibt. Du bist mir ein Vorbild. Du bist ein Vorbild. Deine Worte sind Balsam, deine Worte sind wundervoll. Ich erinnere die wundervolle, tolle Zeit. Oh ja, du sagst, es gibt Bilder unseres inneren Buches. Danke, Markus. Eben, Markus hat uns ein Bild geschickt und Markus ist sehr diszipliniert in seinem Sein. Er geht in sich, ich denke, ich nehme an, nachts und malt ein Bild. Das ist natürlich, anstatt, oft kennen wir, bekommen wir Informationen oder Schwingungen und er macht das sehr diszipliniert jeden Tag. Und ich zeige euch, ja, oh, ich klicke hier drauf, nimmt es nicht an. Mal gucken, ob ich es schaffe. Den Knopf und Speicherort kopieren. Einfügen. Wie mache ich jetzt Enter? Dass ich am Computer mein Internet. Ich habe kein Tastatur. Wunderbar. So. Gleich, ihr könnt mitschauen, wie ich das mache.
Eben. Symbole sagen alles. Ich musste, was weiß ich, 3 Tage lang irgendetwas sagen. Und schaut euch das Bild von Markus an. Das ist das Bild von John. John und seine Vollendung. Also hier ist oben, unten. Oben wird sich unendlich ausweiten, unten wird sich unendlich ausweiten. In das Oben gibt es auch ein Oben und Unten, ein Rechts und Links. Hier, rechts und links. In das Linke gibt es auch oben und unten, rechts und links. In das Rechte ist auch oben, unten, rechts und links. Ist unglaublich. Unglaublich, das ist das Bild für John. Dieses Bild ist schon am 29, ist egal, was es entstanden ist, aber das ist das perfekte Bild, also so anders, schneller, klarer könnte man das nicht sagen. Ja, aber dir ist jetzt, du hast es jetzt in Bezug auf das, was wir jetzt machen, gesendet und das passt. Also wir haben immer, wenn wir eine Sendung machen, wird alles gespeichert im JTV. Und ich würde gerne das dann hier machen. Also ihr klickt bei Experten, dann Veranstaltungen und Archiv. Also für alle, die angemeldet sind. Es kostet 5 Euro im Monat. Haben bis jetzt 10 bezahlt für 7 Monate Arbeit von 4 Webmaster. So, ihr klickt einfach aus irgendeiner Archivsache und kommt einfach auf das hier. Wenn ihr angemeldet seid, kann man dann alles Aufzeichnungen nach Themen, nach Organisation, nach Datum. Ich melde mich kurz an, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Und da würde ich das Bild einfach auch von Markus machen. Bald ist Verena auf Sendung. Also nochmal, wenn ihr angemeldet seid, sieht hier natürlich alles sieht anders aus. Also ihr klickt auf Archiv. Manchmal 1, 2 Tage später schaffe ich das zu machen. Zum Beispiel hier unsere Monstersendung. So, das ist unsere Monstersendung. Oder wie kann eine menschenwürdige Sexualität sein? Also alles nach Datum. Und dann ist hier gleich das Video und alles gespeichert. Den Chat oft, wenn es möglich ist, was alles dazu mit dazu beigetragen haben. Und natürlich ist es auch nach Referent.
Zum Beispiel Verena Bühler hier sind alle ihre, ist eine Playlist, alle ihre Aufzeichnungen. Es sind 23 Videos, kommen noch viele dazu. Oder nach Thema. Zum Beispiel die Vulva in unserer Kultur und Gesellschaft. Werden wir auch viele andere Sachen einfach auch reintun. Ne? Also hier sind schon 4.000, 5.000, 6.000 Aufzeichnungen, die man einfach auch entdecken kann. Ja, ich bedanke mich. Nichts gibt es jetzt unterbrechen. Ja. Markus, ah ja. Die Flammen an den Ecken sind Engel, die darüber wachen. Wir sind gerade im Wasser von Mond Yin Yang ausgeglichen. So ein Wort und noch mehr. Anne, hier noch ein paar Worte des Dankes. Ich wünsche für die Informationsmedizin Erfolg, Glück, Verbreitung, Liebe, Angeschlossenheit, Verbundensein, Erlösung, Auferstehung, zum Wohle aller. Yeah! Ja, eben, ich fordere alle zum Mitwirken. Und natürlich, man muss das Ego ein bisschen bei sich lassen in der Informationsmedizin. Jeder wird den eigenen Wortschatz verändern und ergänzend zusammenbringen. Und dafür garantiere ich, dass es funktioniert. So, jeder, der mit unterrichten möchte, mitmachen möchte, meldet sich. Wir werden den universellen Wortschatz, was jeder Mensch versteht, und alle, ob es jetzt, egal welche Disziplin, Kunst, Systemen, ergänzende Hauptwissenschaft, egal was, wird sich in den Wortschatz, in dem eigenen System hinbewegen zum Zentrum, zum organistischen Zentrum und Teil seinen Wortschatz oder seine Teilwissenschaft entwickeln mit alle anderen und sich hingeben den Ganzen, und dann wird er mit der Kraft und Weisheit von alle anderen berechtigt sein zu wirken mit einer ganz neue weibliche Potenz, männliche Potenz, nenn es wie du willst, wir wollen was bewirken, wir sind die, worauf wir gewartet haben. Ja, der. Dankeschön. Verena, wenn du da bist, kannst du schon umschalten. Ich bin eigentlich fertig. Auch wenn ich noch was sage, Markus, und die Spiralen wollten so gemalt werden und symbolisieren sich auch das Sonnensymbol Swastika. Eben, Markus, ich würde das gerne in den Chat machen. Oder in der Veranstaltung, wo ich gezeigt habe, wenn du erlaubst, damit die Leute das dann einfach auch sehen können. Ich würde das kopieren und das da reintun, wenn du es erlaubst. Ansonsten kannst du es einfach auch in den Seiten, oder ich mache einfach nur den Link, falls es der Link dieses Bild einfach auch da bleibt. Gerne, wunderbar. Okay. Gut, und eben nochmal für alle, die die 5 Euro noch nicht im Monat geben, sonst sind die Webmaster weg und ich kann nicht alles machen, damit ich ein bisschen entspannt bin und die nächste Konferenzen einfach Zeit habe zum Organisieren, lade ich alle ein, diesen kleinen Mini-Beitrag zu geben. Und küsse euch, bis dann. Ich gehe an die Regie und gucke, dass die wunderbare, die fantastische, die tolle Verena Bühler aus nicht Fürsten, Gräfinnenschaft
aus dem Gräfinnenschacht Liechtenstein, Gräfin Verena von Liechtenstein, wünsche ich unglaublich viel Liebe. Sie hat es verdient und die Aufmerksamkeit von uns alle, denn sie hat uns, sie gibt uns sehr viel. Ciao. Gute Nacht. So, ich sehe die Verena noch nicht. Die wird sich nämlich dann gleich melden. Ich zeige euch ein tolles Video jetzt inzwischen.